Herzlich willkommen zu unserer Präsentation über den ASN, eine Abfallsortiermaschine. Ja. Die Maschine kann zwischen Glasflaschen, Glas und Aluminium unterscheiden. Dazu haben wir einerseits einen Metalldetektor eingebaut. Der Metalldetektor funktioniert so. Wir haben eine Spule selbst gewickelt und die wird, also die misst mit Induktion, Metall. Wie sich das Feld verändert, ja. Und wir haben auch noch einen Laser gebaut. Die Laserlichtschranke wird von einem kleinen Laserpointer und einem Lichtresistor erzeugt, der dann die verschiedenen Werte bezeichnet. Am ersten Abend haben wir die Ideen aufgeschrieben und dann haben wir am nächsten Tag einen Prototyp gebaut. Der war aus Lego Mindstorm. Jetzt noch ein Video. Rechts unten sind die Motoren, die von einem Computer angesteuert werden. Und man kann auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Und jetzt zeigen wir euch die Maschine. Also wir haben drei Beispielsgegenstände. Das wären Aludosen, PET-Flaschen und Glasflaschen. Die werden auf dem Band transportiert. Der erste Sensor ist unser Induktivsensor. Zum Beispiel eine Glasflasche kommt. Auf dem Band haben wir leider nicht zum Laufen gebracht. Haben wir einen Ultraschallsensor. Der gibt dem Arduino das Signal, dass das Band anhalten soll. Dann haben wir hier den Sensor. Der wird mit einem Servo nach unten gefahren, den wir leider auch nicht mehr programmieren konnten. Und soll dann erkennen, ob es Metall ist. Wir haben hier die LEDs. Und grün bedeutet Metall. Da haben wir kein Metall. Wenn es zum Beispiel Aluminium wäre, dann sehen wir hier grünes Licht. Also es ist Metall. Wir können dann später noch schauen, wie die Werte aussehen. Dann haben wir hier drüben unsere Lichtschranke. Sie funktioniert so, wenn es grünes Licht ist, dann ist es PET. Blau, Glas, Rot, ein undurchsichtiger Gegenstand. Und ausgeschaltet bedeutet kein Gegenstand. Wenn wir jetzt diese Glasflasche hier nehmen und hier rüberbringen. Das bedeutet, das ist Glas. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, würde ein Servomotor die Glasflasche wegschieben. Dann die PET-Flasche, das können wir jetzt gleich Beispiel auch noch machen. Sie kommt grünes Licht. Das bedeutet PET-Flasche und am Ende des Förderbands wird sie dann auch in eine Kiste. Wenn wir jetzt aber beim Metalldetektor ein Problem haben und zum Beispiel diese Büchse hier durch den Sensor kommt, ist es ein rotes Licht. Und wenn wir auch wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, würde das einen Alarm ausstoßen.
Also eben wenn wir zum Beispiel dann beim Metallsensor rausgefunden hätten, dass es Metall ist, wird es auch automatisch herausgekickt werden. Und dafür müssen wir dann auch ein Servo verwenden, aber da hatten wir keine Zeit mehr. Also hier haben wir das ein bisschen einfacher erklärt, der Laserlichtschranke. Also wenn die Werte von 0 bis 600 sind, wenn ja, dann ist es ein undurchsichtiger Gegenstand, dann würde das LED rot laufen. Wenn nein, dann würde es weitergehen, 600 bis 900. Wenn ja, dann ist es Glas, dann wird ein blaues LED leuchten. Wenn es aber auch nicht 600 bis 900 ist, wird es zu 900 bis 1000 gehen. Wenn ja, dann ist es grünes Licht, bedeutet PET. Und wenn es auch nicht ist, dann ist es, bedeutet es, dass es keinen Gegenstand gibt zwischen der Lichtschranke. Wegen ein paar technischen Problemen konnten wir das Förderband leider noch nicht fertigstellen und auch die meisten Sensoren nicht so fertigstellen, wie sie sein sollten. Aber im Großen und Ganzen funktionieren die wichtigsten Teile schon. Ja, das war unser Projekt. Und zu mir kommt jetzt noch schnell der Abfallingenieur, der Jan. Jan, ich stelle jetzt ein paar Fragen, weil ich meine, das ist schon ein Wahnsinnsprojekt. Zuerst mal, kannst du mir mal sagen, wie es dir jetzt geht? War das eine intensive Zeit, dieses Wochenende? Ja, also es war sehr intensiv. Wir mussten auch am Abend arbeiten, mit Projekten noch fertigzustellen. Am Abend arbeiten? Bist du jetzt müde? Ja. Wie lange habt ihr geschlafen heute Nacht? 4 Stunden. Koffein getrunken? Nein. Wirklich? Wurde uns verboten. Applaus bitte. Was hast du jetzt gelernt an diesem Wochenende? Also, Oder konntest du schon alles? Nein, ich habe gelernt, wie ich mit Arduino programmiere. Und, Arduino? Das ist ein Programm und das ist so wie Raspberry Pi, wenn ein paar von euch das kennen. Ist wie ein kleiner Computer, der Programme aufnimmt und sie dann so gesagt ausführt. Und das lernt man so in einem Abend oder zwei? Ja, also wenn man einem das Zeugs gut erklärt und von Webseiten die Daten auch hat, ist es recht einfach. Würdest du es wieder machen, Jugendhackt? Ja, auf jeden Fall. Es hat sehr Spaß gemacht. Jetzt noch eine andere Frage, ich meine Abfalltrennung automatisiert, das klingt so, als könnte man das wirklich brauchen. Arbeitet ihr jetzt noch daran weiter? Wir wissen es noch nicht so genau, aber es gibt da schon ein paar kleine Vermutungen. Schon ein paar kleine Vermutungen, und vielleicht auch noch nicht sehr der Öffentlichkeit gekommen sind. Genau. Danke, Applaus für Jan. Danke.